WDR 4 am 4. April. Und was ist heute für ein Tag? Wir können die Antwort trommeln. Ausführlicher wird's nach Phil Collins. Don't lose my number, Phil Collins. Und er hat uns schon ins nächste Thema jetzt bei WDR 4 reingetrommelt. Ich habe ja eben schon gefragt, was ist denn heute für ein Tag? Ja, Montag, das meine ich aber nicht. Sondern heute ist der 4. April und der 4. April ist Weltschlagzeugertag. Den gibt's seit 2013 jedes Jahr am 4. April. Und wer hat's erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, genau genommen aus Krefeld, Christian Schages, seines Zeichens Schlagzeuger und am Telefon. Schönen guten Abend. Ja, hallo, Frau Tüffel. Ein Weltschlagzeugertag ins Leben zu rufen, was war denn die Idee dazu? Ja, die Idee war damals, als ich mich 2012 selbstständig gemacht habe als Musiker, also auch Musiklehrer für Schlagzeug, habe ich gemerkt, dass die Schlagzeuger, die Angehenden, ja doch eine ganze Menge lernen müssen und wissen müssen und können müssen. Und da gibt es doch bestimmt irgendwie einen Tag, wo man da das mal feiern könnte, und den gab es tatsächlich noch nicht. Da habe ich mir gesagt, weil wir immer so auf der Bühne beispielsweise im Hintergrund sitzen und da manchmal auch gar nicht so hinter den ganzen Instrumententeilen gesehen werden. Und da kam mir die Idee dann zu dem sogenannten Weltschlagzeugertag. Mm, ja klar, wenn man überlegt, die ganz Prominenten, Phil Collins haben wir eben gehört, Ringo Starr dann noch. Jetzt geht es also dann darum, in eigener Sache zu trommeln. Machen denn dann auch Schlagzeuger auf der ganzen Welt mit? Das ist natürlich die Wunschvorstellung, das, was ich hoffe und das, was ich versuche, auch zu initiieren seit 2013, wo ich den Welttag ausgerufen habe. Tatsächlich geht das aber auch schon über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Also es war heute beispielsweise auch eine Aktion in der Schweiz, in Afrika beispielsweise jetzt, während das Interview gesendet wird. Ja, letztes Jahr war das dort sogar auch im afrikanischen Fernsehen. Ach, wie schön. Warum ist es denn aber gerade der 4.4.? Ja, ich habe ein Datum, musste ich ja wählen. Und ich habe dann gesagt, irgendwie einen Todestag von einem Schlagzeuger. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen traurig. Geburtstag oder irgendwas. Und jeder mag ja auch einen anderen Schlagzeuger, hat eine andere Musikrichtung. Ich wollte da irgendwas Allgemeingültiges für finden und habe dann gesagt, eigentlich der Viervierteltakt ist das, was so am meisten ja gespielt wird. Und Viervierteltakt, 4.4., 4. April, und da müsste ja eigentlich fast jeder mit einverstanden sein. Also sehr naheliegend dann eigentlich die Erklärung. Für den heutigen Weltschlagzeugertag, da haben Sie zu einer besonderen Aktion aufgerufen. Welche ist das? Ja, das ist die Aktion Drum for World Peace oder auf Deutsch Trommeln für den Weltfrieden. Natürlich geschuldet der aktuellen Lage und Situation. Natürlich auch hier in Europa, in der Ukraine, aber nicht nur ausschließlich, denn es gibt noch ganz viele andere Kriege auf der Welt. Deswegen das Ganze ein bisschen globaler gefasst. Das ist das Motto des diesjährigen Weltschlagzeugertages. Und in den letzten Jahren gab es dann auch Corona-Motto sozusagen, dass wir Corona in die Knie trommeln möchten. Und so ist es diesmal Trommeln für den Weltfrieden. Das ist ein gutes Motto heute. Wir haben eben den berühmten Trommler vorab gehört, Phil Collins. Welchen Drummer mögen Sie denn persönlich gern? Ja, ich mag ganz viele Drummer ganz gerne, auch ganz viele Bands. Und Phil Collins auch, den habe ich auch schon mal live gehört und gesehen. Und Kenny Aronoff, auch ein sehr super Schlagzeuger, damals auch für Meat Loaf und für ganz viele große Größen auch getrommelt. Den höre ich auch beispielsweise ganz gern. Dann gibt's jetzt auch Kenny Aronoff mit Meat Loaf, I'd Do Anything for Love für Christian Schages, den Erfinder des Weltschlagzeugertages. Alles Gute Ihnen und ein erfolgreiches Welttrommeln für den Frieden. Ja, danke. Tschüss. Und Infos und Mitmachen gibt's unter Hashtag Weltschlagzeugertag.